Hi, da sind wir wieder und heute machen wir ein verdammt leckeres Rezept. Denn wir machen heute Kaninchen und ich zeige euch, wie wir das ganze Kaninchen zerlegen. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr das mal nachgemacht habt, lasst mich wissen. Ja, und dann fange ich am besten direkt mal an. Hier ist mein Kaninchen und ich werde es erstmal auf den Rücken legen und dann erstmal hier die Organe entfernen. Ihr könnt es mit einer Schere machen. Aber ihr könnt es auch mit einem ganz normalen scharfen Messer machen. Also ich habe eh beides da, aber ich mache es mit einer Schere. Für manche wird dieser Punkt etwas eklig sein, aber der gehört dazu. Entweder springt ihr jetzt weiter oder ihr guckt halt zu, wie das geht. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Fett. Wenn ihr wollt, könnt ihr es dran lassen oder auch abschneiden. Die ganzen großen Fettseen schneide ich jetzt hier ab. Jetzt gucken wir einmal hier rein. Weil, ich zeige euch das einmal. Hier hinten ist noch so eine Art Haut. Und die schneiden wir jetzt erstmal auf. Ich glaube, Lunge und Herz ist noch drin. Das müssen wir jetzt dann rausziehen. Seht ihr hier? Lunge, Herz. So, ihr seht hier, wir haben hier einen Kopf dran. Also das ist richtig. Kaninchen müssen mit Kopf verkauft werden, weil die sonst von der Struktur, also von dem Körperbau einer Katze gleichen. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich schon. Und deswegen muss man die mit Kopf verkaufen, weil man es sonst nicht ausreichend unterscheiden kann. Und jetzt müssen wir den Kopf noch abtrennen, weil wir den Gamma auf keinen Fall mit. Dafür schneiden wir alles ein. Und jetzt nehmen wir nicht hier vorne die Klinge, sondern hier hinten den Teil, ihr seht es hier, weil wir hiermit die meiste Kraft ausüben können und jetzt brechen wir das Genick. Hört sich jetzt erstmal brutal an, aber anders geht's halt nicht. Im Grunde genommen ist es echt doof, dass ich ein Kochmesser nehme, aber ich habe jetzt hier kein Hackbeil oder keine Axt oder sowas, womit ich schlachten würde oder sonst irgendwie was machen würde. Deswegen nehmt dann, wenn ihr das Kochmesser unbedingt nehmen müsst, nehmt dann hier hinten diese Partie. So, und der Kopf, der kommt dann zur Seite, weil den verwenden wir ja nicht. So, und jetzt, also ich habe es gerade ausgewaschen, ich tupfe es jetzt nochmal trocken und dann zerlegen wir das. So, ich habe mein Kaninchen jetzt umgedreht. Hier ist das Rückgrat und hier haben wir die Keulen. Und jetzt machen wir das so, also hier ist ja der Schenkelansatz. Wir schneiden jetzt einmal hier rum. Nehmt dazu ein ausreichend scharfes Messer. So, und ich habe ja schon eingeschnitten ausreichend, seht ihr hier. Jetzt drehe ich noch ein bisschen. Schneidet auch von der anderen Seite hier unten ein. Schneidet bis zum Gelenk. Ihr merkt das.
Ihr hört das hier auch. So, und da brechen wir den Schenkel einmal raus. Und so haben wir hier einen schönen Schenkel, den wir weiter verarbeiten werden. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Das gleiche machen wir mit den Vorderläufen. Auch hier einmal am Hals einschneiden. Und einmal hier einschneiden. Und ihr seht schon, wie sich das von alleine abtrennt. Auf der anderen Seite genauso. Dieses Teil hier vom Rückgrat, das brauchen wir nicht. Wir trennen es einmal ab, auch wieder mit der scharfen Kante hier. Oder optional mit einem Hackmesser. Wir haben jetzt hier unser Kaninchen, es liegt jetzt auf dem Bauch. Also das ist hier der Rücken hier. Und jetzt drehen wir es um. Und jetzt haben wir hier unsere Bauchhöhle. In dem Bereich, seht ihr hier. Jetzt nehmen wir eine Schere. Nehmt am besten eine Geflügelschere. Und wir trennen es einmal durch. Und zwar trennen wir hier gerade den Brustkorb durch. Jetzt haben wir erst alles hier. Wir sind hier immer noch hier. Hier haben wir unsere Rückenteil, unsere Filets. Wir nehmen hier, zählen hier ab, fangen hier an. Eine Rippe, zwei Rippen, drei, vier. Also das ist hier die vierte Rippe. Und hier trennen wir alles. Und auch wieder durchbrechen und einmal abziehen. So, jetzt haben wir hier alles fertig. Ich zeige euch das einmal. So müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt fangen wir eigentlich an mit dem Hauptrezept. Das zeige ich euch jetzt.